Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Ark. Wer Lust hat, kann wieder zuschauen. Die letzte Episode war eine kleine Verlegenheitsrunde, muss ich gestehen. Ich bin mit dem Baryonyx nur einmal im Kreis geritten. Jetzt ist hier wieder schlechtes Wetter, das ist aber nicht schlimm. Was gucken wir denn mal? So, ich werde hier nochmal was essen. In der Hoffnung, dass meine Gesundheit gleich wieder hoch ist. Ja, und dann habe ich ja immer noch vor, hier oben noch was Schönes hinzubauen. Das soll uns ja hier nicht erspart bleiben. Die Frage ist nur, was und wie und vor allem, wie mache ich das, dass ich da oben hinkomme? Ich möchte ja da oben meinen Kanari parken. Es regnet, das ist schön, dann habe ich auch keinen Durst. So, hier scheint die Sonne und wir haben schlechtes Wetter. Trockener Regen heute, auch egal. Gut, who's next? Mein Vivan wächst, ich bin jetzt langsam wieder am Genesen. Und ich würde sagen, mal gucken, ob hier schon ordentlich Barren umgewandelt sind. Sind umgewandelt. So, dann machen wir das Ding hier mal aus. Der muss ja hier nicht die ganze Zeit vor sich hinheizen. Ich finde das schon knuffig, was ich hier gebaut habe. Ne? Hier mit den Zwischendingern und Decke da oben. Luftabzugskammern. Fein. So, weiter geht's. Wir bringen den Barren mal in Sicherheit hier. Und dann kann ich bei Zeiten... Komm mal her hier. Bist du die richtige? Inventar? Ja. Paris, so, dingling. Guck mal, 1800 Metallbarren, das ist doch schon mal was. Und wir hatten ja für die Klimaanlage, Klima, da, da möchte er ja, wir bauen mal zwei Stück. Quatsch. Inventar. Schnappen uns die mal. Wollen wir nachher das Vivan-Ei hier drin ausbrüten, das große, wenn wir den Elektro-Vivan gezähmt haben? Oder suchen wir uns dafür die Halle hier? Naja, die habe ich ziemlich zugebaut, ne? Das andere ist auch nicht viel kleiner. Natürlich auch noch hier irgendwo noch einen Anbau bauen oder hier noch einen Anbau ransetzen. Ein Gewächshaus haben wir auch. Wir könnten natürlich auch ein Vivan im Gewächshaus ziehen. Oder hier neben was aufbauen. Oder das Ding hier schließen. Und ah, es gibt tausend Möglichkeiten. Ich bin noch so uneins. Also das Ding kommt natürlich wieder weg hier, also das, da braucht sich jetzt keiner fürchten. Ja, du hast den Eingang zugebaut. Habe ich? Das ist richtig? Technisch gesehen ja. Ich würde fast vorschlagen, warte mal, Inventory. Ich setze uns einfach mal die Klimaanlage hier hin. Inventar öffnen. Was kann die denn? Egal. So, und wie kalt oder warm ist das jetzt hier? 22 Grad. Ja, ich würde sagen, 22 Grad, das ist ja sehr angenehm. Aber die Dinger machen Lärm. Alter Schwede. Komm mal her hier. Nicht abreißen. Ich möchte dich aufheben. Okay. Wie das damit gehen soll, weiß ich zwar noch nicht, aber das ist mir wurscht.
Ich muss mal gucken. Es gab so eine Demolition Gun. Damit konnte man auch die Dinge aufheben, die man sonst nicht aufheben konnte. Die gab es. Ich weiß das. Gib mir mal. Dem gibt es nicht mehr. Oh, das war, oder war das irgendwie so ein Tool, Transfer-Tool? War das Bestandteil von irgendeiner Mod? Hm. Gun? Pumpgun, Minigun, Turret. Das kann doch nicht alles weg sein, ey. Alles weggepatcht. Awesome Remote Teleporter, Steinhacken. Das war so eine Level 1 Geschichte. Das war. Ding sah aus wie eine Pistole, konnte man wunderbar mit entscheiden, ob man was zerstören oder ob man etwas einsammeln möchte. Ich gebe ja zu, ich habe hier nicht alle Speeds up time to raw, spoil raw meat in bulk. Braucht Zündpulver zum Betreiben. Ich gebe ja zu, ich habe hier nicht alle Mods drauf, die ich früher immer verwendet habe. Man muss das ja auch ein bisschen schlank halten. Aber so ein paar Sachen vermisse ich dann doch. Zündpulver. Zündpulver. Es gab auch mal so ein Multitool, womit man Farben ändern konnte, Formen ändern konnte. Das gibt es auch. Das gibt es auch in. Das gibt so eine Art Pumpgun, mit der man die Castle Keep and Fortress Mod die Strukturen ändern kann. Weil man kann ja hier tatsächlich zum Beispiel sagen, er soll aus dem Material Hellfire bestehen. Und dann sieht das so aus. Oder wir nehmen einfach mal roten Granit. Dann haben wir hier ganz andere Steinfarbe. Oder wir nehmen dunkle Materie. Dann glänzt das hier so fröhlich vor sich hin. Ich meine, es hat was, ist cool. Aber ich nehme halt immer gerne das Standard Greystone. Damit komme ich gut klar. Ich meine, wenn man hier zum Beispiel den Boden in Dark Matter macht, hat was glänzt. Oder hier in Obsidian, ist das wie eine Metallplatte. Also es ist schon nicht schlecht. Oder etwas moosigen Stein, das heißt, dann ist das wie die Steinplatte, nur ein bisschen grün. Wie gesagt, Greystone, wir lassen es erstmal Standard. Ich glaube, Wooden ging auch, ne? Ja. Haben wir so einen Holzboden hier. Der glänzt aber irgendwie. Das habe ich auch mit den Decken. Wenn ich die in Wooden mache, in Hölzern, dann, ups, dann glänzen die eher so. Und das finde ich nicht so schön. Also das hätte schon matter Holzton bleiben müssen. So, nichtsdestotrotz. Ein festgehangener Parasaurier da drüben. Konnte der eigentlich auch? Moment. Redwood, Hellfire. Das Dach in Hellfire. Wir nehmen wieder Green Title. Green Title finde ich einfach am schönsten hier. Das Dach, das macht ja am meisten Sinn. Hallo. Gut, damit habe ich aber immer noch nicht mein in Anführungszeichen Problem gelöst, was ich da oben raufsetzen will und wie ich da oben rauf komme. Da machen wir uns jetzt mal Gedanken drum, anstatt hier die ganze Zeit rumzudödeln. Da hinten genauso die. Ich brauche da noch Foundations.
Und hier wollte ich ja irgendwas in Holz bauen, ne? Ich muss aber erstmal mir überlegen, wie komme ich da hin? Eine Sache werde ich mir hier schon mal nehmen. Komm mal her, du kleine Lampe. Fancy Wall Laternen, den hebe ich natürlich auch einmal auf. Wir setzen hier eine Treppe. Treppe hatte ich ja, glaube ich, noch da drin. Ich glaube, da war noch irgendwo Treppchen hier. Trepp, trepp. Die schnappen wir uns mal. Und ein Sailing. Und ich hätte gerne eine Holzgestell. Gucken, ob das aussieht. Wenn nicht, dann lasse ich das weg. So, ich hätte gerne das Holzgestell, die 5, einmal hier vorm Haus. Dann hätte ich da oben gerne mein Sailing versenkt, den ich natürlich nicht mitgenommen habe. Das ist das Schöne, man baut Sachen und lässt sie in der Kiste liegen, damit man vor Ort merkt, dass man ein Trottel ist. Toll. Dicht dran. Ich hätte das Ding gerne hier. Nein. Ich sehe schon, der kommt hier mit dem Scaleford Foundation ein bisschen durcheinander. Also machen wir die Reihenfolge andersrum, setzen das dahin, wo ich es haben will. Setzen dann die Scaleford-Geschichte hier hin. Ich will ja nicht meckern, ne? Aber ich glaube, ihr verarscht mich gerade. Verarschen Sie mich gerade? Ja, wir verarschen Sie gerade. Gut, wer nicht will, der hat schon. Ich habe da noch eine andere Idee. Das Scaleford-Gestell, das kann ich auch woanders verwenden. Da habe ich auch noch Ideen für. So, 6. Dann bauen wir eben in Stein. So, Inventory. Dann brauchen wir hier den kleinen Scheißer nochmal. Und die Treppe natürlich. Die 7. Das kann ich hier natürlich nachher noch ein bisschen anders gestalten, das ist kein Problem. Und hier hätte ich gerne das gute Stück nochmal dran gesetzt. So, und dann latscht man hier jetzt schön den Wehrgang entlang, tralalala, und dann kommt man hier hin. Und hier hätte ich jetzt gerne irgendeine Möglichkeit. Einen Aufgang zu schaffen. Hier ist doch. Ah, das wäre cool, wenn ich das Ding hier oben auch nutzen könnte. Ich könnte hier einen Fahrstuhl bauen. Mache ich das? Das ist ein bisschen dekadent, ne? Fahrstuhl kann ich bauen. Aber das wäre tatsächlich dekadent. So, den dürfen wir jetzt erstmal hier hinpacken. So, der wird nämlich. Das wird die Stütze.
Ich bin auch so uneins, wie das Bau aussehen soll. Das ist. Bauen auf engem Raum ist auch nicht so einfach. Ich muss ja hier. Nee, ich muss hier eine Treppe hochsetzen. Das heißt, ich könnte. Eine Treppe muss hier hoch. Mann. Ich habe tolle Ideen, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen muss. Ich mache erstmal Folgendes. Hupf, komm erstmal hoch. Ich muss erstmal aufs Dach gelangen. Und dann baue ich erstmal das Dach so weit aus und dann sehe ich irgendwie zu, dass ich da einen Weg runterkriege. So, dann nehmen wir jetzt erstmal die Treppe, die wir hier haben. Setzen die unschön hier hin. Das darf jetzt keiner sehen, das ist gefuscht. So, erstmal setzen wir hier ringsum einen Zaun. Sailing, viereckiges Sailing. Habe ich so eine, aber aus Holz. Genau. Ich mache das aus Holz, weil das ist ein freitragendes Objekt. Komm mal her, mein Kleiner. Ich habe eine Idee. So, Sailing. Herstellung, Strukturen. Dann gehen wir mal in die Settler-Geschichte. Die haben hier die Sailings. Das sind diese Holzdinger. Ja. Und hier machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück von. Treppe mache ich auch aus Holz nachher. So, diesmal renne ich nicht ums Haus rum. Wir machen nämlich nachher hier eine Holztreppe hoch und setzen hier meine Sailing ran, die ich hier mit der Taste 5 aber gerne gedreht hätte. R. Ach nee, Q ist drehen. Q. Weil ich hätte gerne die Holzdinger, die streben hier lang. So, und dem Scheißerchen, den drücken wir jetzt hier ein Geländer aufs Auge. Und zwar ein hölzernes. Gut, kein Problem. Aufheben. Lalalala. Oh. Okay, ja, jetzt habe ich. Genau, und hier machen wir nämlich zwei Holzstreben drunter, die das Ganze stützen. Und zwar gibt es doch aus der Scaleford-Serie. Herstellung. Scaleford. So, da hätte ich jetzt die Wahl. Entweder hier so ein Halbrundbogen oder hier so ein stützendes Unterkonstrukt. Die finde ich eigentlich schon ganz cool. Das machen wir mal. Dann gehen wir einmal in die Villager Mod. Settler Mod. Villager Mod.
Holen uns hier die Treppe aus Holz. Ah, ich habe gerade eine andere Idee, wie ich das Geländer oben mache. Es wird schick, es wird schick. Ich sag euch das, das wird richtig schick. So, erstmal setzen wir das und die Treppe. Tritra-Treppe. Wir designen ein Adlernest. Wir machen hier oben nicht in Korbgeflecht, sondern wir machen das anders. Aufheben. So, wir gehen jetzt erstmal Taste 5. Ne, hier war schon gut. Setzen das hier hin. Jetzt bin ich zu weit runtergefallen, das wollte ich gar nicht. So, hier setzen wir nochmal das Endstück hin, die 6. Damit haben wir sozusagen einen freitragenden Balkon. Der sieht doch ganz schnuffig aus. Ne? Ich meine, wenn das nicht hält, da kannst du ja drauf rumhüpfen. Inklusive Dino. Man kann ja echt sagen, was man will, aber ich finde die Mod schon echt cool, wie das alles so ineinander greift. Genau, und dann setzen wir da oben die Holztreppe und die soll natürlich auch ein Geländer bekommen. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz überlegen. 4, also 8 von denen, 9, 10 und eine schräge. Ich weiß schon, wie es geht. So, komm her hier. Rail. Rail muss ich bauen. Rail. So, da gibt es nämlich hier diese Schräge. Ich baue erstmal eine davon. Wenn es wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, und das hoffe ich, dann können wir hier wunderbar eine Treppe bauen und haben oben ein eingezäuntes Areal. Dann kommen da oben auch noch Lampen hin. Aus der Eco-Mod. So, die 8 als Holztreppe. Und jetzt kommt der spannende Teil. Funktioniert das mit der... Ja, das ist nämlich... Genau das habe ich nämlich irgendwie befürchtet. Dass das gute Stück da nämlich nicht snappt. Weil ich hier unten... Ich hätte da aber trotzdem noch eine Idee. So, gib mir nochmal die 5 hier. Ja. Der hätte gerne... Nee, an der Außenkante. Ich greife da nicht. Ich gehe hier nicht rein, nicht raus. Ich drehe nicht, ich spiegel nicht. Tadang. Auf was für... Achso, ich bin hier irgendwo... das Ding gekommen. Ja, dann kann ich das schon mal wieder obsolet machen, weil meine Hoffnung war ja wirklich, hier so einen richtig schönen Treppenuntergang zu machen. Dann muss das erstmal ohne Geländer bleiben. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Aber ich bin ja nicht doof. Ich setze hier Holz, Holz, Holz bis da oben hin. Aber wie einer lacht. Mal gucken hier. Hupf. 3 Stück müssten das werden. Scaleford. Wie gesagt, Scaleford ist mein Liebling. Das Ding hier, ne?
Ich habe mit Scaleford schon Sachen gebaut, also echt witzige Sachen. Wo man hinterher auch gesagt hat, hey, das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Das geht, wenn man weiß wie, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Wie gesagt, die Mod ist wirklich spitze und ich kann nur sagen, Chapeau den reicht das hier schon? Fünf. Guck mal. Ich frage mich jetzt, reicht das, wenn ich den Skelford-Bogen da oben als erstes wieder abbaue und hier so eine. Ja, ich habe noch eine Idee. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Kann es wirklich auf schön bauen, wenn man will, ne? Komme ich da hoch? Ja, da komme ich hoch, indem ich nämlich hier vernünftig. Hupf! Ach, guck mal, wie passend. Hupf! Ja, das war jetzt nix. Hallo! Nein! Das ist so unfair. Dann nehme ich die Wand eben weg. Bevor ich hier eine ganze Episode. Hupf! Bevor ich jetzt hier eine ganze Episode damit verschwende. Ja, guck mal. Und jetzt nehmen wir die 5 und setzen die hier rein. Und haben wir hier nicht ein. Oh, ist das schick. Ja, gut, wenn ich das so kann, dann kann ich natürlich hier oben auch aufheben. Das hier sind 3, 2 sind 5 und 3 sind 8 und 1 macht 9. Die ersetzen wir jetzt durch die harten Rails da, die anderen, die. Ja, was wir nicht brauchen, können wir grinden, das wissen wir ja schon. Warte mal, 7. Och, nee. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte die hier haben. Cool, ne? Ja. So, lauf, 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 lauf. So, was wollte ich genau? Rails wollte ich bauen. Herstellung. Und zwar hiervon 9 Stück. Auch noch dürfen wir nicht vergessen, nachher vor der Tür wieder zu setzen, weil sonst finden wir im Dunkeln den Weg nicht. Da finden wir schon was. Und das hier gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, aber da. Naja, geht schon. Also man kann, wenn man alle Augen zudrückt. Das ist aber immer doof, wenn man so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist, dass man sagt, so, das muss aber wirklich fehlerfrei aussehen. Das ist doch ein schöner Platz hier für einen Vogel zum Landen. Natürlich kommt hier ein Hitching Post hin, genau wie bei Hannah auch. Die Viecher brauchen den, damit sie nämlich während sie hier angeleint sind auch leveln. Die kriegen tatsächlich Erfahrung, während sie angeleint sind.
Dann gib mir mal hier den Hitch. Hitch Post. Hatte ich noch einen? Nee, hab keinen. Ich muss einen bauen. Das machen wir natürlich. Und dann satteln wir das Huhn und packen das da oben hin. Und dann ist das erstmal vom Boden runter. Und dann haben wir nämlich die Industrial Forge hier auch noch mehr oder weniger sinnvoll. Nicht nur verkleidet, sondern auch noch sinnvoll mit, also funktional noch mit hier integriert. Sieht gut aus. Was ich noch gerne hätte, genau, das war ja, was ich eben sagte, die Lampen. Ich hätte hier gerne noch vier Stehleuchten. Komm mal her hier. Inventar öffnen. Lights. Und zwar die Dinger hier in Mittel. Das heißt, ich brauche 8 Metallbarren, die ziehen wir uns mal. Barren aus Altmetall haben wir nicht mehr. Hiervon 8 Stück. Und dann stellen wir mal alle her, die wir herstellen können. Nehmen uns die mit und ihr werdet gleich sehen, wofür ich die brauche. So, die 5. Den packen wir hier schön in die äußerste Kante. Ein Lampignon. Noch ein Lampignon. Noch ein Lampignon. Und natürlich hier der letzte. Das heißt, wir haben jetzt hier ein wunderbares Quadrat, flankiert von den Lampen, eingezäunt. Mit Geländer, hier kann man nicht runterkullern, also nicht mal ich, dödlich wie ich bin. Ja, sehr schön. Es wird ein Traum. Und ganz ehrlich, es gibt zwar keine Schwerkraft hier in dem Spiel, aber es sieht doch viel natürlicher aus, wenn man sowas dann auch mal so konstruiert, als ob das eine Stütze wäre für das Teil. Hier unten muss noch ein Torbogen rein, damit das ein bisschen natürlich aussieht, so wie da unten. Hier könnte ich nochmal das Loch schließen, damit es auch natürlich aussieht. Ja, knuffig, ich mag das. Soll man das hier als Geländer so lassen, hier die Stäbe? Ja, das ist ja nicht so hoch. Ich finde das schön, dass das jetzt per YouTube-Video auch nochmal festgehalten wird, weil, wie gesagt, wenn mein Server irgendwann mal nicht mehr läuft, wird keiner je dieses niedliche kleine Castle zu Gesicht kriegen und so sind die Videos für alle Ewigkeit, bis das Internet gelöscht wird, erhalten. Hoffentlich wird das nie passieren. Ich frage mich jetzt gerade, bis das Internet gelöscht wird, wenn wirklich mal so in 10, 15 Jahren, ich sag mal, jemand sich diese alten Videos anguckt, dann wird er erstmal sagen, boah, die haben ja hier in HD Ready, also ich habe ja jetzt hier nur in 720 K, glaube ich, also 720p heißt das, progressiv, habe ich ja nur aufgezeichnet. Keine Ahnung, wie hoch die Auflösung sein wird. 8K, 10K, 16K, so in 20 Jahren, da wird man auch sagen, oh, so eine Low-Res-Auflösung, das ist ja, gibt es ja Augenkrebs und das sieht ja alles comic-mäßig aus, wo ist denn die fotorealistische Darstellung? Aber trotzdem, vielleicht wird das Ganze irgendwann mal Kult, so wie wir heute auf Pac-Man und auf die gepixelten kleinen Sprites gucken, die da damals so über die Bildschirm geflackert sind. Ich finde das schon knuffig hier. Ich mag das. Mir gefällt's. So, was wollte ich jetzt machen? Den Adler da hoch. Komm mal her, du Kanari. Hitch, du bist nie an. Hitch, du bist frei. So, und jetzt hüpfen wir neben auf dem Rücken und sagen, Inventar öffnen. Nein, ich wollte eigentlich reiten. Ja, geht doch. So. Genau, und wenn man hier daneben springt, dann passt das. Und jetzt hitchen wir hier. Nein, du bleibst da. Hitch Dino Canari.
Ja, und damit hat der Vogel hier oben jetzt seinen Parkplatz, hat eine schöne Aussicht hier mit Meerblick. Ich gönn's ihm von Herzen. Ja, und ein Blick auf die Uhr sagt mir 35 Minuten der Stream. Ich würde sagen, das ist wieder eine gute Zeit. Wir haben eigentlich hier einen guten Punkt, um einen Cut zu machen. Ich will aber noch einmal ganz kurz nach meinem kleinen Wiebern sehen. Passt die? Passt die? Gucken, wie es meinem Wieberchen geht. Mein kleiner Flying Gecko. Da ist er. Und es geht ihm 4,6%. Er wächst und gedeiht. Braucht Zuwendung in 3 Stunden. Darum kümmert sich die Nanny. Was hast du denn für eine komische Textur hier? Ist dir die Hitze nicht bekommen? Leere, tote Augen. Irgendwie sieht das Modell gerade ein bisschen low-res aus. Die war nicht aktiviert. Wieso sind denn alle deaktiviert gewesen? Hallo Nanny, guck mal ins Inventar. Du hast doch keine Flaschen Vivan-Milch mehr, ne? Ach, die hatte ich, glaube ich, hier dem kleinen Scheißer gegeben. Trotzdem, ich heb die mal auf. Die sieht ja schrecklich aus. Dann stelle ich die hier mal in die Ecke. Die sieht doch schon wieder viel besser aus. Weiß auch nicht, was mit der los war. Trockene Augen. Ich könnte dir ja eine chilireiche Augensalbe verschreiben. Die ist gut gegen trockene Augen. Danach heult man sich nämlich echt die Seele aus. Ja, was ich auch noch mal bei Zeiten machen wollte, ist hier die Spike Wall am Rande mal wieder gerade setzen. Das muss ich natürlich bei Zeiten noch mal machen. Aber im Moment ist mir hier der Innenhof ein bisschen wichtiger, mein Wiewern ist mir wichtiger. Du bist auch wieder aufgestanden, ne? Na guck. Ich nehme dir das mal ab hier, ne, damit du nicht zu schwer hebst. Apropos schwer heben. Wie sieht denn überhaupt meine Düngerproduktion aus? Kommt einer rein. Ja, da trinke ich noch einen Schluck drauf. Hier kommt auch so um die 33. Hier kommt schwarze Perlen sind nicht ganz so wichtig. Aber Element ist nachher so das Wichtigste überhaupt. Dass man das mit der Mod überhaupt anpflanzen kann, das ist natürlich Cheat hoch 10, gebe ich zu. Weil das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber mehr oder weniger legal an Element ranzukommen, das ist eben auch nicht so simpel. Apropos simpel, wie stehen denn hier die Schatten gerade? Von wo kommt denn hier die Sonne? Ich habe zwar hier immer wunderbar die Blendeffekte, aber eine Sonne an sich gibt es nicht. Nö. Aber von da kommt das Licht. Egal. Und ich selber habe keinen Schatten, nur wenn ich. Ich bin schattenlos. Ich bin ein Vampir. Also aus der Ego-Perspektive. Apropos Vampir, mit dem Haarschnitt gehe ich wirklich langsam als Vampir durch. Ja, aber trotzdem, ich würde sagen, es ist ein guter Punkt, hier einen Cut zu machen. Wir haben hier einen super tollen. Ich finde das immer geil. Einen super tollen Aussichtspunkt gesagt. Jetzt haben wir noch eine Lampe, die ich setzen muss, fällt mir gerade ein. Wir wollen ja hier nicht im Dunkeln sitzen. Naja, das sieht doof aus. Dann machen wir die hier ran. Ja, dann ziehen wir uns mal in unsere Gemächer zurück. Ich logge mich hier aus. Wer Lust hat, schaltet nächstes Mal wieder rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, wie es euch gefallen hat, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt oder einfach ein Like.
kurz und bündig. Ich freue mich über sowas. Ansonsten schaltet gerne nächstes Mal wieder rein. Ich versuche weiter Content zu liefern. Bis demnächst.